Die Beschuldigungen, die seitens der Gegner gegen die unter göttlicher Führung Stehenden gemacht werden, nimmt größtenteils eine Form von unsauberen Angriffen gegen ihre Person und Stellung ein. Auch in diesem Feld besitzen die Gegner der Jamaat eine vollkommene Ähnlichkeit mit dem damaligen jüdischen Volk. Aber da Allah Ehre für seine Lieben hegt, lässt er durch Fremde, ja sogar durch die größten Gegner, die Gottesfurcht und die hohe geistige Stellung seiner Lieben bezeugen, sodass all solche Bemühungen der Feinde zu Staube gemacht werden. So äußert sich Herr Professor Mehdi Hassan mit einem Zitat von Herrn Allama Iqbal bezüglich der Jamaat Ahmadiyyat wie folgt. مرزا غلام احمد جس طرح اسلام کو سمجھے ہیں ایسا بہت کم لوگ سمجھے ہیں. Genau so äußert sich ein bekannter Gegner der Jamaat, Herr Dr. Israr Ahmed, einsehend mit einem weiteren Zitat von Herrn Allama Iqbal wie folgt. انہوں نے کہا کہ اگر کوئی شخص آج اسلام زندہ دیکھنا چاہے تو قادیان میں جا کے دیکھے. Hier kann jeder vernünftige und gesunde Absicht hegende Mensch, nachdem er der Bezeugung von Herrn Allama Iqbal Beachtung schenkt, selbst einschätzen, was für einen Rang die Person, die in seinen Gefolgsleuten eine solche geistig-moralische Veränderung herbeigeführt hat, dass sogar die bewohnte Ortschaft von Qadian als ein lebendes Symbol des Islams angesehen wird, selbst in Gottesfurcht, Frömmigkeit und Bindung zu Allah besitzen muss. In ähnlicher Weise äußert sich der Sohn von Herrn Allama Iqbal, Herr Jurist Javed Iqbal, ein Zitat von Sir Sayyid Ahmad Khan bezüglich der Gottesfurcht und Glauben von Hazrat Mirza Ghulam Ahmad a.s. wie folgt. Sir Sayyid Ahmad Khan ne bhi Maulana Sayyid Mir Hassan ko mana kiya tha ki inke saath jhagda karne ki zarurat nahi hai. Hame kya unka jo bhi aqeeda hai aqeeda rahe unke paas, lekin hame isse koi gharz nahi. لیکن سنے ہے کہ آدمی بڑا صالح اور نیک ہے اور وہ مقابلہ کرتے تھے ان عیسائیوں سے تو یہ سمجھتے تھے کہ ٹھیک ہے یہ اپنا کام کرتے جائیں ہمیں اپنے کام سے غرض ہے. Trotz all dieser Feindschaften, Beschuldigungen und Grausamkeiten schreitet die Jamaat Ahmadiyya auf den Wegen des Erfolges immer weiter. Alhamdulillah. Diesbezüglich sagt Herr Dr. Israr Ahmed neidisch und hasserfüllt Folgendes. قادیانیت کے فتنے کو کوئی گزند نہیں پہنچا ہے ان کے غیر مسلم قرار دیے جانے سے. وہ فتنہ جوں کا توں پنپ رہا ہے, جوں کا توں پھیل رہا ہے, جوں کا توں وہ اپنے سرطان کی جڑیں پھیلا رہا ہے ہمارے معاشرے میں. تعلیم یافتہ لوگ جو ہیں اس کا شکار بن گئے. دنیا میں ایک ہی مسلمان نام کا سائنسدان جو ہے وہ آیا ہے ٹاپ پر, وہ قادیانی. ایک ہی مسلمانوں کا نام رکھنے والا جو ہے وہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس ہیگ کا جو ہے جج بنا ہے, وہ کون؟ قادیانی. ڈاکٹرز قادیانی, انجینئرز قادیانی, بڑے بڑے. یہ کیوں؟ یہ بات ایسی تھی کہ جو بظاہر دل کو اپیل کرتی ہے. Herr Dr. Israr Ahmed redet ja gerade nur über die Verbreitung von Islam Ahmadiyyat in Pakistan, wohingegen die Wirklichkeit jene ist, dass Islam Ahmadiyyat nicht nur in Pakistan, sondern in der gesamten Welt durch die Gnade Allahs sich mit Schnelligkeit auf den Wegen des Erfolges befindet und sich bis jetzt schon in 188 Staaten der Welt etabliert hat. Im Jahre 2004, während der Ghana-Reise des fünften Kalifen der Ahmadiyya-Muslim-Jamaat, Herrn Hazrat Mirza Masroor Ahmed, hat der Präsident von Ghana an der Versammlung der Ahmadiyya-Muslime teilgenommen und die Jamaat für ihre Arbeit und Hilfe für humanitäre Zwecke gelobt. Genauso nahm im Jahre 2005 der Präsident von Sierra Leone, Herr Dr. Ahmed Kaba, an der Jahresversammlung der Ahmadiyya-Muslime teil und hielt sogar eine Eröffnungsrede. Heute ist es nur die Ahmadiyya-Muslim-Gemeinde, die auf angemessene Weise durch Liebe, Zuneigung, Argumenten und durch Hilfe für die Menschen, für das Heil des Islams und für die Botschaft des Friedens in der Welt tätig ist, die Herzen der Menschen zu gewinnen.